Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zu der Debatte um US-Atomraketen in Deutschland. Noch immer sind US-Atomwaffen in Deutschland stationiert, im Fliegerhorst Büscheln. Und bereits 2018 hat die Administration von Donald Trump angekündigt, dass sie kleine Atomwaffen nicht nur als Abschreckung nutzen will, sondern auch zur möglichen Kriegsführung. Das ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung. Wir halten fest, es gibt einen tendenziell irren US-Präsidenten, der zum Beispiel auf Pressekonferenzen verkündet, dass man Desinfektionsmittel gegen Corona spritzen soll, und der will jetzt auch einen Atomkrieg führbar machen. In so einer Situation muss man ganz klar sagen, wir brauchen keinen kalten Krieg gegen Russland oder gegenüber China. Was die Welt braucht, ist Abrüstung und eher Schutz vor Atomwaffen. Vor diesem Hintergrund freuen mich die Aussagen des SPD-Fraktionsvorsitzenden und des SPD-Parteivorsitzenden sehr, die klar gemacht haben, dass die US-Atomwaffen eher abgezogen werden sollten. Die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hingegen plant ja den Kauf von Kampffliegern aus den USA, die auch Atomwaffen transportieren können. Das ist natürlich die komplett falsche Richtung, die da Frau Kramp-Karrenbauer einschlägt. Wir als Linke sagen ganz klar, wir lehnen den Kauf von weiteren Kampffliegern, die Atomwaffen transportieren können, ab. Und wir machen uns stark für einen Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland. So erfreulich die Aussagen vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich und SPD-Parteivorsitzenden Walter Borjans sind, so sehr ist es ein Armutszeugnis, dass in den letzten Jahren sämtliche Außenminister mit SPD-Parteibuch bei den NATO-Konferenzen die Modernisierung der Atomwaffen und Atombomben in Eifel unterstützen, anstatt dagegen zu demonstrieren. Für eine Partei wie die SPD, die sich in der Tradition von Willy Brandt sieht, ist es ein Armutszeugnis, dass ihre Außenminister auf NATO-Konferenzen einfach die weitere Modernisierung von Atomwaffen abnicken. Sinnvoller und angemessener wäre es, dagegen zu demonstrieren und sich für einen Abzug stark zu machen. Alle Großveranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt, aber die Bundeswehr plant bereits für September über hunderte Übungen mit vielen hunderten Soldatinnen und Soldaten. Und dabei sind auch Gefechtsübungen geplant, wo bis zu 1650 Gebirgsjäger zum Einsatz kommen und mehrere Soldatinnen und Soldaten dann in einem Zelt untergebracht sind. Wenn so viele Menschen aufeinandertreffen, kann das zu einer echten Corona-Party werden, die vollkommen überflüssig ist. Und hier wird ganz klar, bei den Plänen zu den Truppenübungen wird der Infektionsschutz mit Stiefeln getreten. Die zuständige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer beweist einmal mehr, dass sie nicht den Ernst der Lage verstanden hat. Kriegsspiele sind immer eine Gefährdung, zumindest für die Weltsicherheit. Und sie sind in Zeiten von Corona auch eine Gesundheitsgefährdung. Und deswegen fordere ich von der zuständigen Verteidigungsministerin, sagen Sie diese Militärübungen ab. Das schulden sie übrigens auch den Soldatinnen und Soldaten, die vollkommen unnötig ihre Gesundheit riskieren. Zu der heute beginnenden Geberkonferenz zum Thema Impfstoffe. Die Linke unterstützt alle Forderungen, dass unentbehrliche Medikamente und Impfstoffe der gesamten Menschheit patentfrei zur Verfügung gestellt werden. Bedeutende gesundheitliche Entdeckungen sollten der gesamten Menschheit zugutekommen. Und da gibt es auch einen historischen Verweis. Jonas Salk, der Entdecker der Polioimpfung, entschied sich, seine Entdeckung freizugeben. Und auf der Frage, warum er hier nicht Patentrechte anmeldet, meinte er, darf man die Sonne patentieren? Wir fordern, dass alle Pharmaunternehmen, die jetzt Patente auf Wirkstoffe haben, die möglicherweise hilfreich wären bei der Entwicklung eines Impfstoffs, dass die diese freigeben. Patente auf unentbehrliche Wirkstoffe und Impfstoffe können konsequent immer tödlich sein, weil die Pharmakonzerne in eine lukrative Monopolstellung kommen, aber die ärmeren Länder erstmal von der Nutzung ausgeschlossen werden. Und insofern ist es überfällig, dass das herrschende Patentrecht auf Impfstoffe und Medikamente generell in Frage gestellt wird. Eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie sollte lauten, wir brauchen einen internationalen Fonds zur Gesundheitsforschung, der bei der WHO angesiedelt ist.
Und ich möchte den heutigen Appell von verschiedenen Entwicklungsorganisationen wie Brot für die Welt, Misero, Medico International, aber auch die Seebrücke und die Deutsche AIDS-Hilfe mal benennen, und wir schließen uns dem komplett an. In diesem Appell heißt es ganz klar, beim Kampf gegen Corona sollten vor allen Dingen die besonders Benachteiligten in den Blick genommen werden. Und das sind Wohnungslose, Menschen, die aufenthaltsrechtlich in die Illegalität gedrängt werden, Menschen, die auf sehr engen Raum zusammenkommen, sei es in Flüchtlingslagern oder in Sammelunterkünften, aber auch im Strafvollzug. Überall, wo Menschen wirklich beengt zusammenleben oder untergebracht sind, ist die Infektionsgefahr besonders groß. All diese Gruppen sind gerade besonders verletzbar und sie brauchen unser solidarisches Handeln. Am Freitag ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung. Der 8. Mai 1945 war für Millionen Menschen ein Tag der Hoffnung, der Befreiung. Die Kapitulation der Wehrmacht markierte das Ende der Nazi-Diktatur. In diesem Jahr begehen wir nun den 75. Jahrestag der Befreiung. In Berlin ist der 8. Mai bereits ein öffentlicher Gedenk- und Feiertag. Und es ist wichtig, denn in diesen Zeiten wird immer wieder von rechts das Gedenken an die Opfer des Faschismus und an die Nazizeit als Schuldkult diffamiert. Ich meine aber, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass es solches Gedenken gibt und Raum für solches Gedenken gibt. Und es geht beim Gedenken an die Opfer des Faschismus ja nicht um individuelle Schuld, schon gar nicht der Nachgeborenen. Aber es geht um eine gemeinsame Verantwortung, dass sich so etwas nicht wiederholt. Niemals. Und deswegen unterstützen wir als Linke die von Esther Becherano, der KZ-Überlebenden, initiierte Petition, dass der 8. Mai bundesweit ein Feiertag wird. Morgen ist der Europäische Protesttag der Menschen mit Behinderungen. Und ich möchte nicht nur anlässlich dieses Protesttages zwei Sorgen von Menschen mit Behinderungen in den Blick nehmen. Zum einen wissen wir von Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, die jetzt geschlossen sind wegen Infektionsschutz, dass sie wirklich Sorge haben, wie sie im Monat finanziell über die Runden kommen, weil das entsprechende Entgelt wegfällt. Und auch deswegen werbe ich nochmal für einen monatlichen 200-Euro-Aufschlag auf alle Sozialleistungen, auch mit Blick auf Menschen mit Behinderung, die ihr Einkommen ja zum Teil aus Sozialleistungen nehmen oder eben durch das Entgelt, was sie in den Werkstätten bekommen. Dann möchte ich nochmal sagen, dass wir zunehmend Signale bekommen von Menschen mit Behinderungen, dass sie in großer Sorge sind wegen der Triage-Regelung. Die Triage-Regelung besagt ja, dass wenn es Kapazitätsengpässe im Gesundheitsbereich gibt, dass es dann ein Entscheidungskriterium gibt, nämlich wer die größeren Überlebenschancen hat. Und hier ist die große Sorge von Menschen mit Behinderung, dass es wieder eine Einteilung gibt, in wer ist schützenswerter, welches Leben ist weniger schützenswert. Und das heißt, wir stehen alle in einer großen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nicht zu Überforderungssituationen im Gesundheitswesen kommt, dass man nicht in so eine Art menschenverachtende Einteilung kommt, welches Leben mehr schützenswert ist. Und damit möchte ich zum generellen Thema der Lockerung sprechen, vielleicht ganz konkret. Heute öffnen ja die Schulen für einige Klassen. Und uns ist es ganz wichtig, dass jetzt in dieser Situation vor allen Dingen die Lehrerinnen und Lehrer geschützt werden, die zu Risikogruppen gehören oder die halt mit Menschen zusammenleben, die zu Risikogruppen gehören. Ganz generell ist natürlich die Sehnsucht nach Lockerung groß. Das ist menschlich mehr als verständlich. Ich sehe aber mit großer Sorge, wie Politiker wie Lindner, Laschet und Co. jetzt mit dieser Sehnsucht spielen und den Menschen mit ihrer Exit-Strategie oder als Exit-Strategie etwas verkaufen, wo ich sage, die Exit-Strategie der Lockerungslobby, die führt uns leider nicht raus aus der Corona-Krise, sondern die führt uns nur rein in steigende Infektionszahlen, auf die dann womöglich wieder ein Shutdown oder weitere Schließungen folgen muss, was auch wirtschaftlich kontraproduktiv wäre. Deswegen meine ich, es müsste eher eine Strategie verfolgt werden, die da heißt, das Virus zu stoppen. Und wenn man das möchte, darf man nicht nur allein über Lockerungen diskutieren, sondern es muss neue Maßnahmen geben, nämlich verbindliche Vorgaben für die Wirtschaft, die auch sanktionsbewehrt sind. Wir haben jetzt Fälle in den letzten Tagen gehabt, wo gerade in großen Konzernen es zu Infektionsherden kam, im Verteilungszentrum von Amazon. Amazon hat jetzt in dieser Zeit Milliarden Gewinne gemacht, weil halt immer mehr Menschen online bestellen, und nimmt trotzdem nicht genügend Geld für den Infektionsschutz seiner Beschäftigten in die Hand.
Da muss es ein energisches Durchgreifen der politisch Verantwortlichen geben. Es muss klar sein, dass das nicht als Kavaliersdelikt durchgewinkt wird. Oder wenn wir das Schlachtunternehmen Müllerfleisch aus Baden-Württemberg nehmen, da haben sich auch 300 Beschäftigte infiziert, vor allem Gastarbeiterinnen, die auch in schlechten Bedingungen untergebracht waren. Auch da muss klar sein, wenn Unternehmen beim Infektionsschutz schlampen, hat das für das schmerzhafte Konsequenzen und da wird in aller Entschiedenheit darauf reagiert. Und natürlich braucht es jetzt einen sozialen Schutzschirm, der wirklich alle Menschen schützt, durch ein Überbrückungsgeld, auch für diejenigen, zum Beispiel Freiberufler, die nicht in den Genuss des Kurzarbeitergeldes kommen und eben ein 200-Euro-Aufschlag auf alle Sozialleistungen. Und es braucht eine Politik der Ermöglichungen, zum Beispiel, dass bei Pflegeheimen entweder Besuche über den Gartenzaun ermöglicht werden, wo aber der Mindestabstand sicher eingehalten wird, oder in Sachsen gibt es ein Modellprojekt, wo Pflegeheime nachgerüstet werden mit Besucherzimmern oder Besucherboxen, wo halt die Bewohnerinnen dann auch ihre Enkelkinder oder Urenkel treffen können, aber sie trotzdem geschützt sind, weil es entsprechende Virusbarrieren gibt. Wie gesagt, es gibt Modellprojekte, das ist möglich, die Nachrüstung kostet einiges und da muss jetzt Geld in die Hand genommen werden. Und abschließend zum gestrigen Tag der Pressefreiheit. Wir nehmen das natürlich zum Anlass, um Solidarität auszudrücken mit allen Journalistinnen, die wegen ihrer Arbeit Repressionen ausgesetzt sind, deren Leben bedroht ist oder die im Gefängnis sitzen in der Türkei, um nur eine Zahl zu nennen, mindestens 34 Journalistinnen inhaftiert unter dem Regime Erdogan. Oder um auf einen ganz bedauerlichen aktuellen Fall in Ägypten einzugehen, ein junger Filmemacher, Shadi Habash, ist in der Haft verstorben. Es ist ein weiterer ungeklärter Todesfall von vielen in Ägypten, wo es viele politische Gefangene gibt, darunter viele Filmemacher und Journalisten und wo nachweislich auch gefoltert wird. Am 1. Mai ist in Berlin ein Journalistenteam der ZDF-Heute-Show angegriffen worden. Wer immer diesen wohl offensichtlich geplanten Angriff gestartet hat, das ist eine schwere Gewalt und Straftat, die wir aufs Schärfste verurteilen. Ich möchte im Namen der Linken den Geschädigten, den Angegriffenen, die besten Genesungswünsche übermitteln. Wir hoffen, dass sie bald wieder gesund sind und wir freuen uns auf die weiteren Folgen der Heute-Show. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Frau Palzer. Frau Kipping, es gibt immer noch keinen Termin für die Öffnung der Kitas. Etwas, was viele junge Familien echt umtreibt und in den Wahnsinn treibt. Haben Sie dazu eine Meinung, nennen wir es mal Empfehlung an die Bundesregierung? Ich würde erst mal eine lebenspraktische Empfehlung aussprechen. Ich glaube, was wirklich hilfreich wäre, wenn auch von politischer Seite ein Signal gesendet wird, nämlich dass es für Kinder sehr wohl möglich wäre, ein Modell der Bezugsfreundschaften zu etablieren. Also dass man halt schaut, gibt es für die Kinder, die zu Hause keine Spielkameraden haben, nicht eine feste Bezugsfreundin oder Bezugsfreund, mit dem man sich regelmäßig trifft, sodass nicht die Kinder jeden Tag ein anderes Kind treffen und damit wiederum die Infektionsgefahr steigt, sondern halt dauerhaftere Spielfreundschaften. Weil eins ist auch klar, wenn sich Kinder, gerade kleine Kinder begegnen, die wirken aufeinander wie Magneten, die ziehen sich an, da kannst du vergessen, dass du irgendwelche Mindestabstände einhalten kannst. Insofern verstehe ich auch, dass bei der Öffnung der Kitas, glaube ich, erstmal sehr, sehr vorsichtig geprüft wird, inwieweit man da vorgehen kann, ohne nicht die Gesundheit zu gefährden. Und ich finde, die Notbetreuung muss halt ausgeweitet werden. Das passiert ja zum Beispiel in Berlin für alleinerziehende Menschen bereits oder für Fälle, wo die Eltern nachweislich jetzt gerade mit dieser Situation überfordert sind. Aber manchmal kann ja auch einfach eine praktische Lösung im Alltag, nämlich dass sich solche Bezugsfreundschaften bilden und dann die Kinder auch mal für ein paar Stunden einfach beim Freund sind und man sich da als Elternteile abwechseln kann, das könnte auch schon etwas Entlastung bringen. Und da müsste jetzt klar sein, dass sowas durch die Kontaktsperre nicht mehr behindert wird. Darf ich nochmal? Klar. Es gibt jetzt die Idee eines Gesundheitsausweises. Also diesen Immunitätsausweis, meinst du? Genau, was hatten Sie davon? Wir haben heute im Geschäfts- und Parteivorstand kurz über diesen Pläne zum Immunitätsausweis gesprochen. Wir sind da also schwer dagegen.
Zum einen ist es überhaupt noch nicht wissenschaftlich bewiesen, dass die einmalige Erkrankung daran zu einer dauerhaften Immunisierung führt, vor allen Dingen zu einer Immunisierung gegenüber allen Stämmen. Und wenn man so ein Instrument einmal einführt, dann weiß man ja auch nicht, wo das endet. Also wenn es dann in Zukunft sämtliche Erkrankungen eingetragen werden müssen und man die beim Arbeitgeber vorlegen muss, dann hätten wir ja den gläsernen Menschen und das halten wir für einen falschen Weg. Zumal das auch ja am Ende zu einer Isolierung von einzelnen Gruppen führen kann. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also der Immunitätsausweis macht uns große Angst und wir haben Sorge, dass das eher der Eintritt in eine Art Seuchendemokratie ist. Darf ich nochmal? Sehr gerne. Können Sie sagen, mit welchen Erwartungen Sie auf den Autogipfel gucken? Ich würde mal sagen, wir gucken auf den Autogipfel, wie wir auf generell auf die Frage wirtschaftliche Hilfen jetzt schauen. Wir meinen, es darf auf keinen Fall bedingungslos Staatsknete für große Konzerne geben, sondern wenn sich der Staat entscheidet zu helfen und wenn dafür Geld da ist, oder anders ausgesprochen, wenn dafür Geld da sein sollte, dann muss klar das genutzt werden, auch um ein Umsteuern in Richtung sozialökologischen Umbau in die Wege zu leiten. Ich sage aber auch, zuallererst muss sichergestellt werden, dass es genügend Geld gibt, um einen sozialen Schutzschirm aufzuspannen, der wirklich alle Menschen hierzulande, Beschäftigte, aber eben auch Kleinstunternehmen wie Erwerbslose und Aufstockende wirklich sicher schützt. Also auch sehr nichts für die Idee einer neuen Abfahrtprämie. Wenn wir jetzt als öffentliche Hand richtig viel Geld in die Hand nehmen, würde ich sagen, die oberste Priorität ist ein sozialer Schutzschirm für alle Menschen, von der Erwerbslosen über den Solo-Selbstständigen bis hin zum Beschäftigten. Erst wenn das abgesichert ist, finde ich, kann man sich überhaupt Gedanken über Maßnahmen wie eine Abwrackprämie machen.